So, ich habe hier ein Handy. Da möchte ich heute die Strahlung mal erproben. Dazu habe ich ein Messgerät bekommen hier und mit der auch eine Richtwert oder so eine Wertkarte, in welchen Bereichen das dementsprechend nun schädlich ist, welches sich schädlich auswirkt auf den menschlichen Körper. Wir sehen hier alles, was über so ein Tausenderwert ist, ist ungesund, also extrem. Eine starke Bestrahlung findet dann ungefähr von 10 bis 1000 statt und dementsprechend von 0,1 bis 10 ist es eine schwache und gar keine Strahlung ist, wenn der Wert unter 0,1 ist. Ja? Also wir haben hier ein Handy, das ist jetzt ganz normal an, also ganz normal, wie wenn man jetzt telefonieren würde. WLAN ist aus, es ist kein Flugmodus. Ich schalte mal jetzt unser Gerät an. Ja? Okay, es ist auf 0, okay, obwohl er springt so ein bisschen im unteren Bereich rum. Jetzt werden wir erstmal übungsweise das Handy einfach nur mal so dranlegen, mal gucken, ob was passiert. Nicht arg viel. Mal gucken, was passiert, wenn wir WLAN anmachen. Ah, man sieht schon, er schlägt da aus. Ja, sogar, ja, er springt um die 1000 rum in seinen Ausschlägen. Jetzt hält er teilweise eine Konstante, ja, eigentlich von 700 bis sogar 1500. Ja, jetzt ist er über 2000 sogar. Also, wir können ja feststellen schon mal, dass er mit WLAN einiges an Strahlung raushaut, das Handy, ja. Jetzt mache ich mal wieder WLAN aus. Jetzt ist er wieder. Jetzt muss er erst einmal abkühlen sozusagen. Und ich rufe mal von meinem anderen Handy an, was drüben ist. Und mal gucken, warte noch ein bisschen, bis er sich beruhigt hat. Ich rufe mal an, mein Handy ist auf 4 Meter Reichweite. Und mal sehen, wie er jetzt ausschlagen wird. Also er ist jetzt ganz weit unten. Ja, seht ihr? Knappe, fast über 2000, als der Anruf reinkam. Ja? Also, da könnt ihr euch schon mal ausmalen, wie das ist, wenn dann mal die Tochter 2 Stunden am Handy hockt. Ne? Und mit einer Konstante über 2000. Also, wie gesagt, und auch nach dem Gespräch fällt er langsam herab. Aber jetzt versuchen wir mal, wie dann den Anruf diesmal aber anzunehmen und mal zu gucken, wie viel Strahlung der noch so übrig lässt, solange das Gespräch da ist. So, Gespräch wurde angenommen. Seht ihr, es ist konstant über 2000. Mal umdrehen, damit man die Nummer nicht sieht. Und ich meine, wenn wir es uns mal angucken, ja, also er ist konstant über 2000, ja. Wie gesagt, hier die ein. Und jetzt versuchen, wir haben mal angenommen, ihr hättet jetzt ein Kabel dran, ja, mit einem Headset oder sowas, das dann eventuell als Ausweichmöglichkeit dient. Wenn man dann jetzt ein bisschen weiter weggeht, da merkt ihr schon, was so ein Meter an Unterschied ausreicht. Wir sind jetzt im Schnitt auf dem Wert von 200, je nachdem jetzt, wenn die Wellen reinkommen. Und wenn wir jetzt mal auf 2 Meter gehen, okay, 1,50 Meter, 2 Meter, dann kommen wir fast auf Null. Also sprich, wenn er jetzt mal übertrieben gesagt einen Kopfhörer auf 1,50 Meter Kabel habt, dann werdet ihr und das Handy irgendwo oder 3 Meter hättet, dann hättet ihr gar keine Strahlung. So gut wie gar keine Strahlung. Ja? Also einfach Headset dran und gut ist. Und jetzt? Jetzt versuchen wir das Ganze mal. Bekanntlicherweise ist Alufolie ja so ein Isolationsmittel. Jetzt versuchen wir das mal mit Alufolie. Weil nachts solltet ihr auch
versuchen, dieser Strahlung zu entgehen, ja. Also sprich, keine Ahnung, holt euch eine Dose aus Aluminium oder sowas, Hauptsache isoliert, weil unnötig der Bestrahlung, ich meine, es schädigt den Körper, führt zu Blutgerinnung, glaube ich, nennt sich das. Das ist, also wenn die Blutkörperchen zusammenknüllen und sowas, dass man dem halt präventiv entgegenwirkt, wenn man andauernd in Kontakt mit den Dingen steht. Ja? Also jetzt stellen wir mal das Handy. Das Handy hat immer noch den Anruf. Hier, seht ihr. Handy rein. Hier seht ihr, wie es rapide runtergeht. Aber jetzt kommt das Aber. Ne? Und wenn ihr euch so eine super tolle Alu-Schachtel baut, dann richtet die mal ans Fenster aus. Ja? Die Strahlung ist minimal, weil der Kontakt ja noch immer da ist. Und jetzt kommt das große Aber. Bewegen wir das Ganze vorne hin an die Öffnung. Ja? Dann haben wir wieder Halligalli. Ne? Hier. Ab und zu mal ein Ausreißer auf einen über 2000er Wert, aber in der Regel und wieder nichts. Also richtet die Handys immer irgendwo ans Fenster raus, damit alles rausgeht. Unnötig bestrahlen müsst ihr euch auch nicht. Lang leben will auch jeder.